Dann ist es Zeit für einen Big Bang in unserer coolen Separatistenrüstung. Wer war das? Der hat mir ins Ohr gepiepst. Cutscene. Oh, sieh mal an, wer da ist. Meister? Falk, was für eine freudige Überraschung. Meine Aufgaben sind erledigt. Ich bin zurück. Hervorragend. Das ist die beste Neuigkeit seit langem. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Oder sagen wir besser an mir. Hier sind die Teile, die ich dir bringen sollte. Ich dachte, du bist im Auftrag eines Legats unterwegs. Das war ich doch. Oder nicht? Suche Daten. Was stimmt mit ihm nicht? Ist er nicht ein wunderbares Geschöpf? Er ist meine größte Erfindung. Die Krone der Schöpfung. Du hast ihn erschaffen? Natürlich. Er ist mein Meisterstück. Und heute wird er vollendet. Dank dir. Ach ja? Ich werde die Teile in ihn verbauen und ihn besser machen als je zuvor. Moment mal. Willst du damit sagen, er ist nur eine Maschine? Viel mehr als das. Er ist die größte Errungenschaft seit der Errichtung des ersten Konverters. Ich danke dir, dass du ihn zurückgebracht hast. Offenbar hat er dich als seinen Waffengefährten erwählt. Sehr interessant. So wie es aussieht, ist er bei dir in guten Händen. Er hat sich bei dir erstaunlich entwickelt und er wird täglich besser. Und deshalb wirst du ihn wieder mitnehmen. Er wird deine größte Waffe sein. Warte hier, bis ich mit meinen Arbeiten fertig bin. Falk? Initialisiere. Was jetzt? Jetzt werdet ihr eine neue Evolutionsstufe einleiten. Pass gut auf ihn auf. Wie fühlst du dich? Alle meine Systeme laufen einwandfrei. Ich fühle mich stark. Du wusstest nicht, dass du eine Maschine bist? Ich habe oft nach der Ursache meiner Erinnerungslücken gesucht. Und ich war mir darüber bewusst, dass Emotionen nicht mein Spezialgebiet sind. Aber ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich selbst kein Mensch bin. Vermutlich unterscheidest du dich nicht viel von einem Alp. Das ist unpräzise. Auf emotionaler Ebene magst du recht haben. Auf körperlicher Ebene wäre das noch zu prüfen. Ich hoffe, ich werde gut funktionieren. Ich auch. Und die falsche Option. Wie sieht's aus bei dir? Ich bin etwas verwirrt, aber das legt sich sicher bald wieder. Nein. Ich bin sehr irritiert. Viele Dinge, die du machst, kann ich nur schwer nachvollziehen. Ich hoffe, das legt sich wieder, denn sonst werde ich dich verlassen müssen, um woanders meine Reise fortzusetzen. Nein, verlass mich nicht, Falk. Oh, Mist, verkackt. Jo. Hier ist ein inverser Phaseninduktor. Ah ja, dann kriege ich endlich das Problem der Phaseninkonsistenzen gelöst. Okay, aber da fehlt noch was. Beeil dich, der Duke wartet. Hier, dein proprietärer Etwas-Kondensator. Wofür brauche ich den denn nochmal? Egal, fällt mir schon wieder ein. Gut, aber leider noch nicht alles, was ich brauche. Hol es, schnell! Da hast du deine Kreuzankerspule. Ist die denn auch konzentrisch? Sieht ganz so aus. Wow, du hast mir tatsächlich den ganzen Kram besorgen können. Endlich kriege ich den Big Bang fertiggestellt. Natürlich werde ich noch einige Zeit dafür brauchen. Du kannst ja so lange dem Duke sagen, dass hier alles glatt läuft oder so. Kannst es aber auch lassen. Wegen Falk. Ist er jetzt frei? Das war er doch schon immer. Du bist sein Schöpfer. Er ist zu dir zurückgekehrt. Ich habe ihn darauf programmiert, seine eigenen Verbesserungen zu besorgen. Und diese Aufgabe hat er gemeistert. Jetzt besteht seine Programmierung darin, sich weiter zu verbessern und sich seinen Weg zu suchen. Was ist, wenn er zur Gefahr wird? Ich habe ihn so entwickelt, weil ihn niemand zum Feind haben will.
Warum sollte man ihn also verärgern? Er hat schließlich genug Feinde in der Welt. Ich bin sicher, dass er seine Bestimmung finden wird. Interessant. Das werde ich mir merken. So, so. Schnell, schnell! Schnell! Ich will wegen Volk reden. Okay. Will ich dem Duke sagen? Hauptmission. Achtbahn der Big Bang. Reden wir mal mit dem Duke. Warum nicht? Vielleicht gibt er mir fette Belohnung. Ich brauche Geld. Für Berserker-Rüstungen. Die es natürlich wert sind. Verdammt, hier ist dunkel drinnen. Ob das am Reshade liegt oder ob das immer schon so war. Hey Duke, Baby. Deine Atombombe ist fertig. Seit dass sie auf mein Volk heruntergelassen wird. Dein Big Bang wurde fertiggestellt. Ha, na siehste. Wusste ich doch, dass du was taugst. Der erste Elixitor bittet mich um eine Unterredung. Was gibt es, Tarek? Wir müssen über deinen letzten Befehl an unsere Soldaten im Grenzland zu Ignadon reden, Zadom. Mir missfällt deine Verschwendung von Ressourcen für unwichtige Ziele. Unwichtig? Wenn die Maschinen der Kleriker in den Eispalast stürmen, denkst du vielleicht anders darüber. Konzentrieren wir uns zunächst auf Abessa. Die Kleriker in Ignadon haben gar nicht die Mittel, die Barriere zu überwinden. Ich höre den Hybriden reden. Sag mir, seit wann ist unsere Stärke die Überheblichkeit? Du zweifelst an der Autorität des Hybriden? Die Direktive besagt, alles Elex dem Hybriden. Hast du dich schon einmal gefragt, was geschieht, wenn wir die restlichen Elex-Bestände aus den umliegenden Ländern der freien Menschen abgeerntet haben? Ich warne dich, Zadom. Treibe es nicht zu weit. Alles Elex heißt genau das. Der Hybrid wird auch vor deinen persönlichen Beständen keinen Halt machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch wir zu den Konvertern abkommandiert und dort abgeerntet werden. Siehst du das denn nicht? Die Pläne des Hybriden sehen nicht vor, uns zu vernichten. Wir werden die Ersten sein, die von der Vollendung seiner Arbeit profitieren. Also lass endlich dieses Gerede. Sonst zwingst du mich irgendwann dazu, dir deinen Status zu entziehen. So, und jetzt geh und finde wieder einen Weg zurück zur rationalen Vernunft. Ja, das werde ich. Wie ist denn der Status vom Big Bang? Ist das Ding schon unterwegs zu seinem Zielort, wie ich es Konrad befohlen hatte? Der Big Bang hat seine Bestimmung noch nicht gefunden. Konrad soll das Ding endlich nach Ignadon ausliefern. Und zwar sofort! Geh und erledige das. Beweg dich! Und wo schickst du mich hin? Ah ja, verstehe. Weiß schon. Big Bang! Lucy noch lebt. Hey! Es geht Lass ab. Mich bitte in Ruhe, mein armer Bullet. Oh, sorry. Sorry, sorry. Bullet dead. Oh well. Gute Landung, Falk. Die Upgrades wirken, man sieht es. Uninteressantes Ding. Nennen wir einfach den Hintereingang. Nee, nennen wir Vordereingang. Wir sind Vordereingang. Leute. Warum rede ich? Rüstung schaut cool aus. Schaut richtig cool aus. Es gibt einen Mod.
wo man die Schritte entfernen kann. Die Laufschritte. Und mir kam vor, sonst wäre das Spiel noch ein bisschen leiser. Und das ist dann nicht ganz wert. Also rein in die fette Kuppelstadt hier. Sind wir endlich dem Finale ein bisschen näher. Nicht der Vordereingang, aber egal. Ah ja, stimmt. Kein Wegrennen, kleiner Schleimdragon. Kein Wegrennen für dich. Was haben wir unten? Hoffen wir es klein kam. Ein gut erhaltener Komplex trotz postapokalyptischer Außeneinwirkung. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Nächster. Hopp, da kommt die Kavallerie. Er ist ausgewichen. Schon kleiner. Stop damit. Ich habe es geschafft, auf Park oben landen. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Es ist ein Lehrmeister, der hier sein Unwesen treibt. Ich will diesen Ort gar nicht looten. Wahrscheinlich hier nur Klopapier. Speichern und weiter. Irgendwann habe ich vielleicht Lust, das Brillenmod mir zu installieren. Cutscene? Wo ist meine Cutscene? Jetzt. Verdammt. Da trifft auch gar nichts, der Big Bang. Das gerade war. Okay, das Ding ist kaputt. Grafikglitch, der Laser da. Bin ich wirklich One-Shot? Verdammt. Ich muss mir eine Stahlhaut reinhauen dann. Resistance. Na,
Haben wir keine guten Suppen hier. Exerzier der Heilung. Da hier. Was haben wir hier von den Ausrüstungsgegenständen? Was ist hier am besten? 10, 10. Säcke-Rüstung. Paradestärke. Ich hoffe, ich kann die Cutscene skippen. One-Shot zu sein, ich hasse es. Okay. Let me skip it, baby. Ach, er hat mich zugleich getroffen. Wow. Das läuft nicht besser. Oh boy, das läuft nicht besser. Genialer Bossfight. Aus. Oh boy, habe ich Granatenmuni. Nichts aus. Oh boy. Oh boy. Ich hasse es. Ich hasse es. Schon wieder die Attacke eingesetzt. Ich dann für dieses Ding. Granaten, ich sehe sie. Also anscheinend ist das ein besserer Distanzkampf. Was für ein wertloser Haufen Schrott. Kein Elixier? Ah doch. Ja, mit dem kleinen Elix vorstehenden. Oh, Wolfsgrad. Na Gott sei Dank. So. Ich muss die Wahl, Konrad zu töten. Und wo ist Falk? Nichts dabei. Seid nichts dabei. Ring des Outlaws. Auf zu kriechen. Der Bosskampf gerade. Oh, ich hoffe, dass Dorman gute Bosskämpfe hat.
Nicht sowas. Oh. Ring des Outlaws. Maximale Energie. Teamkapazität. Okay. Wo ist er? Wo ist Herbert? Oder wie er heißt halt. Wieder beim Tio anscheinend. Verdammt, was war dein Plan, alter Mann? Und wo ist Falk? Ist Falk wieder im Lager? Oh. Will hier nichts looten. Machen wir dann die Mission weiter. Wo ist Herbert? Der Big Bang hat seinen Dienst geleistet. Was? Das glaube ich nicht. Mich erreichen immer noch Funksprüche der Kleriker aus Ignadon. Wenn es stimmen würde, was du sagst, müsste der Hort der Kleriker in Ignadon ausradiert sein. Und das ist er definitiv nicht. Konrad, der Erbauer des Big Bangs, hatte da wohl andere Pläne. Was? Was soll das heißen? Big Bang war eine übergroße Kriegsmaschine, die Tavar ausradieren sollte. Konrad, dieser Dreckskerl, er hat mich verraten. Mich! Du wirst ihn sofort für mich erledigen, dass das klar ist. Er ist abgehauen. Egal, wie du das anstellst, finde ihn und mach ihn fertig. Ich gebe dir eine fette Belohnung, wenn du ihn noch vor dem nächsten Monat aus dem Weg räumst. Wie wär's denn mal mit einem Vorschuss? Du kriegst erst was, wenn du die Sache erledigt hast, klar? Diese verfluchte Klerikerbande. Ich hätte es besser wissen müssen. Na, du Idiot. Ist es wohl leicht zu hintergehen? Dich ist es wohl leicht. Ja, das passt schon. Tod eines Genies. Warte mal, ist echt bei den Klerikern oben? Das wird ein langer Weg. Erst zurück Falk holen, oder? Ray. Nehmen wir Ray mit. Ist egal, ob der angewidert ist von mir. Und dann schauen wir zu Herbert drauf. Erika. Warum sage ich Herbert? So. Den Typen. Jo. Den Typen halt. Mitkommen. Natürlich. Okay, holen wir uns sie. So, ich muss reinzoomen. Oh, ich hasse es. Okay. Ich glaube, ich habe ihn letztens am Leben gelassen, als ich das gespielt habe. Du weißt schon, woran das liegt, oder? Wo ist er denn? Was macht er denn? Was glaubt dann, wer er ist? Ah ja. Wenn ich ihn am Leben lasse, hätte ich Volk mitnehmen können. Na, das war doch mal eine geile Show in der Wüste, was? Ich glaube, da habe ich mich glatt selbst übertroffen. Wie weit sind wir überhaupt drin? Okay. Passt. Was hast du dir bei dem Big Bang eigentlich gedacht? Hey, der Plan war gut. Eine Kriegsmaschine, die dem Besitzer seinen eigenen Vorgarten zerwühlt. Komm schon, das ist doch witzig. Ich wäre fast draufgegangen. Tja, aber du bist es nicht. Stattdessen hast du mein Meisterwerk zerstört. Ja, okay. Vielleicht war er ein wenig übermotorisiert und hätte ganz Magalan in Schutt und Asche legen können. Aber hey, der Duke wollte Ignadon sprengen und ich habe ihm die Suppe gehörig versalzen. Eigentlich müsste ich dafür einen Orden kriegen. Was machst du jetzt? Erstmal meine Freiheit genießen. Mit meinem nächsten Projekt lasse ich mir erstmal ein wenig Zeit. Obwohl... Der Duke will deinen Tod. Ja, ja. Wer von den Idioten in der Wüste will das nicht? Jetzt bin ich frei.
Und die Penner können mir nichts mehr. Guck sich einer diese Anlage an. Das ist ja das Paradies für jeden Schrottsammler. Schnell, schnell, aber schön langsam. Das stimmt mit mir gerade nicht. Was zum Teufel? Passt gerade nicht. Ich kann mich bewegen. Hilfe, Ray, Hilfe! Nein! Der Steuerung hängt aus. Und da, was ist hier los? Warum passt gerade nichts? Verdammt. Nein, nein, Spiel sagt nein. Neu, neu. Ich weiß gleich wieder Speicher. Okay, so. Ein bisschen mit Controller. Was, wirklich? Ah. Interessiert das niemanden hier? Alles cool hier. Alles cool. Anscheinend ist alles cool. Ich gehe mir noch eine Hauptmission annehmen. Falsch, falsch. Eine Hauptmission nehme ich mir noch an. Und dann gehe ich zurück. Ich bin am Weg, die Hauptmission. Die nächste Mission halt. Ihr wisst schon, was ja, ich meine. Der Mann hat einfach einen Unfall. Einen unfassbar großen was? Ja, damit Controller. Ich hoffe, ihr packt keiner sein Gesangsbuch aus. Ich habe schon gehasst, wenn mein Bruder im Suff gesungen hat. Da möchte ich mir das Gejammer hier gerne ersparen. Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Gibt's da keine Mainquest? Vielleicht hat er oben für mich wenn die Main Quest. Wenn du so weiterschleichst, bekommen wir ein Problem. Nee. Nur doch nur Sit-Ups, Sit-Ups. Squats, Squats. Ich sollte den Unterschied zwischen Sit-Ups und Squats schon wissen. Hey, yo, Bro. Du. Main Quest. Ah ja. Ein Neuankömmling, wie ich sehe. Lass mich dich anschauen. Dein Gesicht verrät mir, dass du schon so manchen Kampf bestritten hast. Deine Augen verraten mir, dass du großes Potenzial hinter deiner Fassade verbirgst. Was auch immer dir widerfahren sein mag, nun bist du frei, mein Sohn. Ab jetzt wirst du den rechten Pfad des wahren Glaubens gehen. Wenn dieser Glaube dazu führt, dass meine Taschen voller Splitter sind, bin ich sogar bereit, meine drei Kreuze bei eurem Verein zu machen.
Der persönliche Reichtum hat hinten anzustehen. Er ist nicht das Ziel unserer Bemühungen. Dann nichts für ungut. Fresse, Ray. Wir müssen reden. Ein Mann der Tat. Du kommst gleich zur Sache, wie es aussieht. Also gut, warum bist du hier? Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Du bist der oberste Judikator, Anführer der Kleriker. Du führst den Krieg der Kleriker in Ignadon außerhalb der Mauern des Horts. Du willst über den Krieg sprechen, ja? Du willst wissen, warum wir immer noch verweilen und unsere Kräfte sammeln, anstatt den Feind im nördlichen Converta anzugreifen? Du willst wissen, welche Strategie der oberste Feldherr der Kleriker plant, um die Alps zurück in ihr verfluchtes Eisland zu treiben? Oder bist du nur hier, um mir ins Gewissen zu reden, die Leben der Menschen hier zu schützen und die Waffen niederzulegen? Was es auch ist. Das sind Dinge, die den Judikatoren vorbehalten sind, mein Sohn. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen. Nur wer fest im Glauben ist, kann uns dienlich sein. Jeder, der unreines Gedankengut verbreitet, wird im Feuer dieses Berges verenden. Denk immer daran. Oh. Und doch könnte ein einziger Mann das Schicksal lenken. Irgendetwas sagt mir, dass ich dich kenne. Dein Gesicht. Nein, du bist kein einfacher Mann. Deine Rolle könnte bedeutend sein in diesem Krieg. Also gut. Lass uns darüber sprechen. Doch vorher sagst du mir, wer du warst, bevor du den Hort betreten hast. Ich bin Jax, Alpkommander und oberster Feldherr des Eispalastes. Ihr freien Menschen nennt mich die Bestie von Xakor. Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem der Feind seinen Weg direkt in meine Kathedrale finden würde. Deine Tarnung ist exzellent. Ihr Alps habt gelernt. Verflucht sei der Eispalast und seine Höllenbrut. Also, verrichte deine Mission, Alp. Zieh deine Waffe. Diese Kathedrale soll unser beider Grab sein. Ich bin nicht hier, um dich zu vernichten. Ich bin kein Alp mehr. Aber was? Meine Elix-Kräfte sind vergangen. Mein Wort hat kein Gewicht mehr am Hofe des Eispalastes. Ich wurde verraten und bin nun ein Gejagter meiner eigenen Leute. Ist es also wahr? In der Tat. Mich erreichten Gerüchte um dein Exil und deinen Absturz in den Bergen von Edan. Aber ich hätte niemals geglaubt. Und doch stehst du nun hier. Ein Wandler zwischen den Welten. Aber du bist unerschrocken und mutig. Kriterien, die wir hier im Hort oft vermissen. Egal, wer du gestern noch warst, der Mann, der hier vor mir steht, hat einen gewissen Ruf, der ihm vorauseilt. Du hast großes Potenzial, das wir gut gebrauchen könnten in diesen dunklen Tagen. Also sprechen wir über den Krieg. Was willst du wissen? Der Typ redet viel. Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Converter in Ignadon? Der Converter muss endlich seinen Betrieb einstellen. Es ist der einzige Weg, um Ignadon zu befreien. Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten, die uns daran hindern werden, wenn wir es versuchen. Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein. Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Du müsstest doch genau wissen, wie das abgelaufen ist, Bestie von Xakor. Aber gut, ich schildere dir meine Sicht der Sachlage. Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her. Unsere Verluste waren verheerend.
Judikator Johann war an vorderster Front. Sein Tod war ein Schock für uns alle. Ich bin mir sicher, wenn die Alps wüssten, wie es um uns bestellt ist, würden sie es wieder versuchen. Also, wenn du doch noch deine Meinung änderst und uns verrätst, wirst du der Erste sein, den wir richten werden, Alp. Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt. Nur Gott weiß, wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen. Der Alp-Commander im Konverter, mein direkter Gegenspieler, wartet nur darauf, dass wir den Hort verlassen. Nach meinen letzten Informationen unterstehen Commander Jurek etwa 3 Garnisonen Soldaten, etliche Kampfmaschinen und eine Handvoll Kolosse. Doch ist der Stand meines Wissens schon einige Wochen alt. Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein. Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe, habt ihr mehr als genug Maschinen. Das mag sein. Doch muss sie jemand führen. Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug. Jedoch wird das nicht reichen. Judikator Johann fehlt uns. Sein Tod schadet uns mehr, als ich zugeben möchte. Wir brauchen einen neuen Feldherrn. Was ist mit mir? Das könnte dir so passen, Bestie von Xakor. Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja. Dachte ich mir. Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen. Doch als Soldat. Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn, der auf den Konsum von Elex-haltigen Substanzen verzichtet. Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch... Töricht? Es ist eine Sache des Glaubens. Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren, der nicht rein ist. Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon versucht. Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden. Und doch, bei uns im Hort sind zumindest schon 2, die es können. Reinhold und ich. Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws. Völlig egal. Nur rein muss er sein und bereit sein, sein Leben für die Menschen hier in Ignadon aufs Spiel zu setzen. Wenn du es so sagst, hört es sich noch unwahrscheinlicher an. Ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Am besten, du befragst als erstes die obersten Anführer der anderen Gemeinschaften. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, die Separatisten werden sicher elixfreien Lebensstil haben. Ganz sicher, ganz sicher. Okay, Mission beim Logan abgeben. Dann ist die Folge schon mal vorbei und wir machen dann gleich weiter mit dem Schlachtzug in der nächsten Folge. Ah. Dein spezieller Klerikerfreund Konrad ist tot. Wenn ich den Namen schon höre, hat er wenigstens gelitten. Es ging schnell. Na gut. Hauptsache, es ist erledigt. Hier, nimm das. Du hast es dir verdient. Und jetzt kein Wort mehr über die Sache. Klar? Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Was denn? Soll ich etwa diese Mistkerle auch noch unterstützen? Wer glaubt denn sowas? Erfahrener Feldherr. Dass ich nicht lache. Ich hatte eh nicht damit gerechnet, dass es bei den Outlaws jemanden geeigneten gibt. Ach ja? Das erzähl mal besser nicht meiner Schwester Nasty. Sie würde dir den Kopf abschneiden für diese Bemerkung. Ich sag dir, es gibt niemanden auf ganz Magalan, der besser einen Trupp Kämpfer führen kann als sie. Und jetzt halt dein vorlautes Maul. Verstanden? Ach, warte. Warum gerade die Kleriker? Sie sind die wahren Heuchler von Magalan.
Ihre größte Waffe ist die Infiltration. Sie agieren hinter deinem Rücken und erledigen dich, noch bevor du es selbst merkst. Sie verkünden ihren falschen Glauben und spielen sich auf, als wären sie die Weltpolizei. Sie sind viel gefährlicher als die Alps selbst. Und doch hast du Konrad vertraut. Glaub mir, wenn nur einer der Halsabschneider da draußen so viel über Technik verstehen würde. Egal, es ist wie immer. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Ja. Mit Nesti reden wir zum Schluss. Ich will mir noch die anderen Fraktionen anhören. Und wo ist es? Ein reiner Feldherr. Ah ja, ah ja. Oh, da können wir mit vielen Leuten sprechen. Hier drüben. Haben sie mir gerade Ragnars Location verraten? Ich glaube schon, dass sie mir gerade Ragnars Location verraten haben. Gehen wir zuerst hier hin. Eigentlich, ja, reden wir schnell mit ihm. Dann gehe ich drüben mir die Rüstung verkaufen. Rüstungsverkaufen, Sachen verkaufen und so einen Dreck halt. Den haben wir hier. Ihn, mit ihm reden wir noch. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es, zumal wir es uns so, da versteht es sich. Was? Wie kommt? Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Eigentlich habe ich was anderes gesucht. Vorrat. Meister Thor. Ja, das interessiert mich gerade nicht. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist, halt in der Wüste, um das Weltenherz in Abessa zu... Das sagt... Das sind wir. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherren für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Das war ziemlich uninteressant. Okay, gehen wir die Rüstung kaufen. On screen. Schmiede. Oder nächste Folge. Nächste Folge. Ich gehe mal zuerst Sachen verkaufen. Peace. Oh.